Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns versucht, an diesen komischen Turm da hoch zu erklimmen. Und ja, ich werde natürlich wieder angegriffen, während ich hier verdammt nochmal meine Ansage mache. Warum haltet ihr so viel aus? Und ja, ich wollte eigentlich hier vorne begrüßen, aber nein, ich muss mich angreifen. Wir wollten da letztes Mal hoch, haben es nicht geschafft und jetzt bin ich hier mit einem Jetpack unterwegs. Boah. Und wir versuchen jetzt mal da irgendwie hochzukommen. Ich weiß nicht, ob das reicht, um schon hier hochzukommen. Von hier aus wahrscheinlich. Weil er tut doch sehr viel mehr AP verlangen, als ich dachte. So, dann fliegen wir mal ab. Und hier ist echt nichts, ne? Was zum... Hier muss doch irgendwas sein. Ja. Okay, langsam ist mir ein bisschen zu verdächtig. Warum ist hier nichts? Ich habe extra ein Jetpack geholt, hallo? Ey, warum ist denn hier nix? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich gehe jetzt da nochmal rein. Custom House Tower. Ich weiß irgendwie nicht, warum wir nicht da reingehen können. Also wir können da reingehen, aber da ist ja nix. Habe ich extra ein Jetpack und also was geholt? Um zu erfahren, dass hier nicht weitergeht. Na, für ein Dreck. Muss doch irgendwo was geben, wo man weiter kann. Ha. Dann gehen wir eben. Wollte sowieso nicht hier rein. Pff. Ich soll jetzt wollte ich da reingehen oder so, ne? Boah. Gut, ich dachte, der letzte Part wäre Zeitverschwendung gewesen. Das ist ja schon wieder eine ganze Ecke. Gut. Dann haben wir hier in der Innenstadt von Boston fast alles erkundet, würde ich sagen. So, kannst mich mal. Gut, dann gehen wir zu den Orten hin, die ich mir notiert hatte. Ich habe mir die, wie gesagt, ja notiert, aber ich weiß so ungefähr, wo die noch sind, in der Nähe von Fort Hagen oder was auch immer. Wir haben jetzt eine verdammte Power Armor mit einem Jetpack an und so, lassen wir auch an. Lieber so in der Dings anhaben, so in der Stadt, damit wir so ein bisschen so, weil nicht von den Dächern fliegen können. Irgendwann kommt dann wahrscheinlich auch noch vor, so dass wir so einfach so random durch die Dächer, über die Dächer so fliegen vom Boston. Und ja, mal schauen. Aber da war Zeitverschwendung. Gottverdammter Dreck. Gut. Hier haben wir zum Beispiel in der Red Rocket Tasche, die haben wir schon von ganz Anfang an noch gesehen, das weiß ich noch. Bin ich nie hingegangen. Da werden wir jetzt mal aufholen. Ein Radioturm war, glaube ich, auch in der Nähe. Genau, drei Sachen waren in der Nähe. Ein Krankenhaus, ein Radioturm und ein... Boah, ist das ein schwaches Licht. Red Rocket Raststätte. Lass dich erkunden. Übrigens immer noch nicht die aus dem Intro gefunden. Raketenwerfer gehört. Wer ist da? Hier ist ein Power Armor Stand. Und den kannst du nicht zumachen. Mein Gott, ich habe die beste Red Rocket Taststätte, habe ich das Gefühl. Fort Hagen, Füllstation. Ach Quatsch. Das ist 1:1 eine Red Rocket Taststätte. Aha. Ja, damit könnten wir ein paar geile Orte erreichen. Ich warte jetzt nur noch, weiß nicht. Vielleicht sollte ich noch irgendwann mal mehr Dingens hier. Mehr AP irgendwie bekommen durch irgendeinen Perk. Das sind, glaube ich, nur so ein paar Sachen übrig, die mir AP geben. Dann kommen wir wieder. Und vielleicht eine Power Armor mit einem Lack lackieren, welcher mir mehr AP gibt, gibt es, glaube ich, auch. Und dann kommen wir wieder. Ja, so ein Radio-Dingen, das ist jetzt nicht so spektakulär, glaube ich. Mal mehr Radiostationen hier freischalten. Ich würde irgendwie nichts bringen. So immer so eine Morsezeichen oder so hinterlassen. Ja, vielleicht bringt es ja storymäßig irgendwas. Ich kann ja so mit Außerirdischen kommunizieren.
Lars hat Krankenhaus, gut. Und er tut die ganzen Dinger erweitern. Bevölkerungswahnsinn, Übertragung. Einfach mal laufen. Ja, Radio an. Die Radio, man hört sowieso die Radios, also stehe ich da sowieso nicht. Bisschen lauter gestellt. Hört man jetzt wieder nichts, ne? Bringt irgendwie nichts. Weiß ich nicht, warum die überhaupt da sind. Im dritten Teil hast du Wesen, haben die Wesen irgendwie so Nachrichten hinterlassen oder so. Ja, so eine Familie, die irgendwie in so einem Bunker eingeschlossen war oder so, hat dann versucht nach Hilfe zu rufen und so. Wir hast ja gar nichts. Mich so ein bisschen an GTA Jetpack. Es geht ja schon San Andreas, ne? Die schon so was. So, ist das hier der Dingens? Und erstmal so ein Kampf-Sentry-Bot irgendwie bekämpft haben oder was ist das hier? Ich glaube, das ist das sogar. Oder nee. Also nicht. Hi. Hallo. Der versucht hat Dinge aufzumachen oder was? Ja, Ding nicht nehmen. Ich kann es aufheben, aber er ist schon geöffnet gewesen. Okay. Na, what is this? Greater Mass Blood Clinic. Hi, geh weg. Was willst du denn? Nicht mitten. Mittleren Analogstick mitten, ich bitte mit dem rechten Analogstick und Nahkampf angemacht, Angriff machen, so wie in Overwatch. Aber das geht ja nicht. Hier duckt man sich mit der rechten, mit dem rechten Analogstick. Na komm, kannst ja nirgendwo rein. Langsam sind die ganzen Orte, die wir hier alle erkunden, voll unspektakulär. Irgendwo was. Das kann einfach nicht wahr sein, ey. Ich glaube, ich habe mein Schrotgewehr ein bisschen umgeändert, ne? Sieht ein bisschen anders aus, als ich dann in Erinnerung hatte. Boah. Also ich gehe euch hinterher und ihr haut ab. Ich drehe euch den Rücken zu und der kommt auf mich zu. Das darf dann die Wahr sein. Ich dachte, ich könnte da reinklettern oder so. Ja, oder irgendwo was. Haben wir noch Kram. Ja, hallo. Eine Power Armor drin ist, ne? Das wär's. Ja, immer Walls. Walls sind die Antwort zu allen.
Da ist noch eine verdammte Power Armor drin ist, ne? Gott sei Dank. Boah. Cool. Ja. Hallo. Bingo. Oh, Körperteilschar. Message Shield, jetzt Chirurgenblatt. Das war der vorletzte, ich weiß es jetzt nicht. Computer. Hallo? Hallo? Ich war zu fasziniert von diesem Teil. Muss ich noch mal hier an. Na komm. Alter. Schön. Nicht abgeschlossen. Boah. War schon eine Medizinwackelpuppe. Wurf. Ich glaube ja, ne? Wo bist du? Ich höre dich. Hier klappt ein Viechhai. Nicht vorträgen. Man wird schon alles erledigt sein. So, nun. Blöd, jetzt habe ich schon, sind wir schon wieder im Orthaus gegangen. Ja, mal nach unten. In der Richtung. Also blöd, ich dachte, wir müssen länger dauern. Das ist jetzt 15 Minuten noch nicht mal gedauert. Man muss immer lange brauchen. Das sind schon alle drei Orte, die ich hier erkundet hatte. Offscreen. Und schon wieder hier durch die Gegend. Schon wieder durch die Gegend gammeln. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Mal echt alles hier absuchen. Und wir immer beschäftigt sind. Kann nicht wahr sein. Wieder alle Orte hier erkundet, ey. Und da ist auch bestimmt irgendwas so in der Richtung, oder? Mal. Sogar in Automaten. Ich habe wahrscheinlich auch schon ein paar Orte erkundet, die ich gar nicht irgendwie erkundet habe. Ich bin über die gestolpert und habe, weiß ich nicht, die halt nur gefunden. Dann laufen wir eben auf der Autobahn. Was ist da? Ups, ich wollte gar nicht schießen. Ich glaube, ich habe dann eine Ding noch ausgerüstet. Ich dachte, ich habe diese aufladbare Knarre hier ausgerüstet. Hab ich da hinten hin? Ja, ne? Ja, ich tue trotzdem mal speichern. Irgendein Ort.
Kann ich sagen, ich kann euch schon alles erkundet haben. Wie gründlich bin ich denn eigentlich? Duff, 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 duff. Ui, da. Duff, 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 duff. Also, das kommt schon. Ihr müsst da irgendeinen Ort geben. Wie viele Orte ich erkundet habe, das ist doch wahnsinnig. Hallo, weil da war ich schon, da weiß ich, da ist sogar schon abgeschlossen. Boah. Das nervt voll. So, ja, jetzt machen wir Portmans von Ort zu Ort. So, Krater des Atoms. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da unten im Meer schon alles erkundet habe. Also gehen wir mal da lang. Muss ich dann noch irgendwas geben? Da ist so wenig, was wir bisher gefunden hatten. Habe ich eigentlich nach diesen Virtual-Typen schon gesucht. Den gefragt, ob es denen schon besser geht oder so. Oder hat er sich schon zurückverwandelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah. Mal ein bisschen Redex, da ist doch sogar was. Ich hoffe, die Krise. So. So, zwei Sachen, Halleluja. So, drei Sachen, Halleluja. Und am nächsten, ich glaube, das hier. So muss das sein. Ausgezeichnet. Also war noch ein Ort, Halleluja. It's raining man. Hier kriegt doch bestimmt meine Stärke irgendwo. Und welcher immer mir auch noch fehlt. Und sagen, das ist so wenig erkundet gewesen. Noch ein Ort und noch ein Ort. Ganz viele Flughäfen. So muss das verdammt nochmal sein. Mal hier. Berg. Hallo, na? Höhle. Geil. Äpfel. Hey. Ja, dann für eine Ortsbeschreibung. Höhle, ja super. Wer wohnt in dieser Höhle oder wessen Höhle ist das? Was ist die Aufgabe dieser Höhle? Ne, einfach nur Höhle. Dungeon. Hier ist sogar ein Ding drin, ey. Ich krieg die Krise. Muss ich mir notieren. Oder ist noch der Raider? Ich habe eigentlich schon genug Power Armors in mein Haus. Das ist irgendwie, ich habe gar keinen Platz mehr für die. Zwei ganze Räume voll mit Power Armor gestellen. Schon lächerlich irgendwie. So, in Höhle war aber nichts. Dann gehen wir zu Flughafen oder was? Flughafen, Kirche. So. Da gibt es euch stärker mal kaputt. Oder? Oh nein, mein Fusionskern. WT-Bird, Frack. Okay. Also, soll das hier irgendwie nur so Checkpoints sein für mich oder was? Ich finde hier nirgendwo was. Hier muss doch irgendwas sein, hallo? Ich möchte nicht hier verstrahlt werden. Ich bin schon verstrahlt genug. Schon gar nichts.
Ach, nix, ey. Das ist einfach nur ein Haltepunkt oder was? Das ist ein Radioturm. Rüber laufen müssen, ne? Also umlaufen müssen. Ich bin geflogen, was sagt er dazu? So. Der Turm ODB 531. So, jetzt kommunizieren wir mit den Alien Männers. Überraschend wenig Gegner hier. Wo wurde uns ja immer so oft gewarnt hier, bevor wir hingekommen sind. Unverständlich ist, die sind alle unverständlich. Mayday-Signal. Was soll's? Nein, ist irgendwas. Einer. Ah. Wenn schon den Kopf da. Auf. Dich. Hi. Oh, hallo. Du hast daneben geschossen. Will dich verarschen? Ey. Der war auch schon mal besser, habe ich das Gefühl. Das hat eine schöne Kurze hier. Kommen wir mal am Flughafen. Da wird abgestürzt, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Krass. Geil, denkst du? Ach, das ist von dem Mayday-Signal. Wer hat das gedacht? Die sind abgestürzt. Irgendwie nicht so flugzeugtypisch aus, sehr. Irgendwie nicht fest aus, die Stühle. Was? Okay. Einfach nur so, wir schulzen ab. Hilfe, Hilfe. Nee, ist nicht witzig. Nähern uns Boston von Westen. Haben hier schwere Böen, sollte aber kein Problem sein. Na, gerade die Bomben gefallen, oder was? An. Kurs. Was zum Teufel ist das? Ein helles Licht im Norden. Ja, da sind gerade die Bomben gefallen. War schon? Nähern uns Boston von Westen, haben hier schwere Böen. War schon die Übertragung? Ja, okay, was soll da noch schwer kommen, aber... Was zum Teufel ist das? Ein helles Licht im Norden! Es ist so wunderschön! Ah! Ja, das war schon. Vielleicht geht es ja so nach 10 Minuten weiter. Oh, da sind noch ein paar restliche Teile. Hauptsache Stühle haben hier voll überlebt. Was ist das denn für ein Zeichen? Ach, die schaffen. Die können schon auf sich aufpassen. Die sind alle groß und stark. Die schaffen das schon. So, mich interessiert irgendwie, was das Zeichen ist. Sieht aus wie ein Vulkan oder irgendwie sowas. Nee, noch nicht mal. Aber wir haben hier noch ein paar Orte endlich mal, die wir erkunden können. Das freut mich schon mal. What the heck is this? Also, du kannst mir entkommen.
Warum kommen mir die entgegengeflogen? Aber war schon wieder so einer, ehrlich. Ich will eigentlich noch den Ort da hinten erkunden. Was hier? Ich möchte den Ort hier heute noch erkunden. Immer ist. What is this? Die Treppe ist da gut, da komme ich trotzdem hin. Aha, was sagst du dazu? Nutzlos. Bah. Also, da erreiche ich hier schon so geile Orte, ne? Ich kann nicht in den Reihen gehen. Darf doch einfach nicht wahr sein. Oder? Ja. Werden wir schon in Ruhe lassen. Ja, was ist das? Was zum ein Tempel der Maya oder was? Was ist das? Wächterplatz. So. Okay. Das sieht schon ein bisschen zu episch aus. Da gehen wir in der nächsten Folge, glaube ich, rein. Hier gehen wir mal, weiß ich nicht. Ist hier noch irgendwas anderes, kleineres? Das sieht mir schon ein bisschen zu episch aus, finde ich. Okay, den Ort, den merken wir uns. Die Höhle muss ich mir auch noch merken, weil da war irgendwie eine Power Armor. Da gehe ich, glaube ich, noch rein und hole mir die gleich. Und eigentlich nicht. Vor allem, das ist nur eine blöde Raider Armor. Sowieso Schrott. Also, was ist mir egal. Ich gehe da rein. Da gibt es ja jetzt einfach nicht. Was? Kommt ein Kreuz, also treffe ich was. Wow, what? Warum so viel? Was so? Zehner, Hanna, Hanna, Hanna. Was? Das ist kein Ghoul, Mann. So. Kann ich auch nicht rein. Man kann ich in den ganzen Ort nicht rein. Die Tür auf. Ich hoffe auch ganz höflich. Mit meinem Megatonnenhammer. Boah. Das ist ein ganzen Ort jetzt erkunden. Warte mal, ich hab ne. Okay, ich dachte, hier wäre so ein Berg und wir müssen uns von unten da so irgendwie reinschleichen oder so. Hi. Verwandter Abelago, leicht von Kot Abelago. Ich bestimmt irgendwie von unten so reinschleichen. So ein Ort hier. Mal schauen. Wenn ich dann gehe mal nächstes Mal zu diesem Tempel. Da sind bestimmt Aliens drin. Na, ist aber bestimmt meine Stärke Wackelpuppe drin. In so einem kryptischen Tempel, das macht doch nur sowas von Sinn. Hallo, na? Ich glaube, der Tempel muss noch ein bisschen warten. Oh, das sieht ja schon wieder so klein aus. Noch nicht. So, da kommt man irgendwie rein. Bin ich ja drin und weiß auch nicht, was los ist. Da rück jetzt verdammt noch mal eine Wackelpuppe oder Magazine raus.
Kannst du ja auch eine geile Basis bauen. Kommst du ja immer noch Strahlung? Ja, ne? So geil. Ah, schön. Na, kann ich damit die Tür oben öffnen? Zum Dach öffnen. Ja, machen wir noch schnell. Muss aber nicht viel drin sein oder so. Außer ein Fatman. Der Tempel tut mich bisher am meisten interessieren. Ich habe die gesehen, so was. Gut, bisschen überzogen, aber was soll's. Jetzt da rein noch. Guck mal, da drin ist. Dann. Das war nicht genau, wie das Dach sein soll, aber. Ja. War da mal gewonnen. Ja, Gegner. Wo ist denn der hergekommen? Was sind denn Kisten der ausgekrabbelt, ey? Ja, irgendwie fliegt hier nirgends mein Gegner weg. Da haben wir jetzt hier nichts. Wurf. Maha. Verreck. 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 Da gibt's doch nicht. Also wenn ich solche kryptischen Sachen öffne, würde ich auch schon mal was Geiles bekommen dafür. Aber nein, okay. Der Wesen ist abgeschlossen. Was? Okay, keine Ahnung. Wir sind hier jedenfalls fertig, nehme ich an. Dann würde ich sagen, ich bin der Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Wenn ihr euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Um eure Dankbarkeit zu zeigen und auf dem Laufenden zu bleiben. In dem Sinne sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge.